Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr seht schon, das Band sucht schon. Und ich habe alles eingestellt, dass Merlin uns eigentlich nicht davonlaufen sollte. Wo sind wir jetzt hin? Doch, es geht hier runter. Ich wollte gerade schon sagen. Ach, da ist er. Weil wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass wir mit ihm noch sprechen sollen. Wo ich ein bisschen perplex drüber war. Weil wir eigentlich ja alle seine Quests zu Ende hatten. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Aha. Gameplayerin. Da bist du ja. Du hast wohl mein Heureka nach meinem letzten Durchbruch gehört. Ich habe tagelang sorgfältig recherchiert. Und es gab, es gab einen bedauerlichen Vorfall, bei dem ich die Bibliothek fast in einen Fliegenpilz verwandelt hätte. Aber ich habe eine große Entdeckung gemacht. Okay. Erzähl mir alles. Ich muss sagen, es ist sehr erfrischend, mit jemandem zu besprechen, der die Begeisterung für Entdeckungen teilt. Ich bin sicher, du erinnerst dich an die Vitalis-Kristalle, die du in den Minen unterhalb der sonnigen Ebene gefunden hast. Ich habe schon lange vermutet, dass sich ihre belebenden Eigenschaften auch auf andere Weise als nützlich erweisen könnten. Jetzt ist es, ich habe es bestätigt. Ich habe spezielle Elixiere entwickelt, die dir bei der Erfüllung deiner Aufgaben helfen. Es gibt eins für deine herrschaftliche Schaufel, eins für deine herrschaftliche Spitzhacke und eins für deine herrschaftliche Angelrute. Das heißt, was hast du für meine Schaufel? Nee, Spitzhacke erstmal. Wie du sicherlich schon bemerkt hast, kann man seine Probleme am schnellsten mit der Spitzhacke beseitigen. Dank dieser wundersamen Politur der Spitzhacke kannst du mit jedem Schwung mehr Edelsteine abbauen. Ah, ich bin sicher, dass Herr Duck das gerne hören wird. Wie kann ich es machen? Dazu braucht man nicht mehr als ein wenig Einfallsreichtum. Oh, und natürlich 10 Vitalis-Kristalle, 5 Onyx und eine Menge Dreamlight. Oh, scheiße. Was hast du für meine Schaufel? Eine, gute Frage. Es gibt keinen schnelleren Weg, den Dingen auf den Grund zu gehen, als mit einer Schaufel, Kumpel, nicht wahr? Halt doch mal die Klappe, Goofy, ich unterhalte mich hier gerade. Wenn du die wundersame Politur der Schaufel anwendest, kannst du beim Graben mehr Schätze entdecken. Letztlich war es eine ganz einfache Formel. 10 Vitalis-Kristalle, 10 Stück Trockenholz und eine große Menge Dreamlight. Schon wieder Dreamlight. Oh Gott, was hast du für meine Angelrute? Ah ja, es gibt nichts, was den Nervenkitzel der Entdeckung so gut einfängt wie das Angeln, nicht wahr? Man weiß nie, was man an Land ziehen kann. Wenn du den wundersamen Angelköder verwendest, entdeckst du in den Gewässern im Tal mehr als je zuvor. Um deine eigenen herzustellen, musst du 10 Vitalis-Kristalle besorgen, 5 Rotalgen, kannst fischen und eine große Menge Dreamlight anfertigen. Ich bin bereit, sie auszuprobieren. Wunderbar. Ich gebe dir die ersten Tränke, die ich gemacht habe. Wenn du mehr davon haben willst, besuche einfach eine Werkstatt und folge den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Oh, und du solltest sehen, was passiert, wenn du mit noch mehr Zutaten experimentierst. Vielleicht machst du ja selbst ein paar Entdeckungen. Ich würde vermuten, dass die Ergebnisse sogar noch wirksamer werden. Wundersamer. Also das heißt, dass man... Danke, sehr freundlich von dir. Das ist sehr freundlich von dir. Das heißt, die muss man dann drauf machen, oder was? Mit ein bisschen davon an jeden, an deinen Angelhaken kannst du größere Fänge als je zuvor an Land ziehen. Es ist genug für 5 Anwendungen. Okay, also man kann das dann drauf machen und da muss man 5-mal irgendwas machen. Mehr Schätze als je zuvor. Lässt die Pflanzen augenblicklich wachsen. Ihr wollt mich verarschen, damit kommt der jetzt an. Ernsthaft? Nachdem ich die letzte Folge da so rumgeeiert habe und nichts machen konnte. Das probieren wir jetzt. Ganz ehrlich, das probieren wir jetzt aus. Das ist. Moment. Die haben schon wieder kein Wasser oder was? Will er mich veräppeln?
Nee, warum zeigt ihr mir auch an, dass ich kein Wasser habe? Ich verstehe es nicht. So, Gießkanne. Benutzen. Ach so, 5 Anwendungen heißt dann aber nach oben, oder? Dann mache ich das so, dass ich so viel wie möglich damit kriege. So, das ist, glaube ich, jetzt das Größte, was wir jetzt machen können. Die nimmt das schon nicht mehr an. Der nimmt nur noch die 3 an. Okay. Ach so. Nee, das ist jetzt meine normale Gießkanne. Okay. Dann, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die jetzt erstmal raus. Das auch. Hallo? So, wie viel haben wir jetzt? 12 Stück. Das reicht, glaube ich, nicht, ne? Wir gehen jetzt erstmal kurz zurück. Ja gut, da ist auch eine Werkbank. Ich habe mich jetzt vertan. Moment. Einen Eisenbach müssen wir sowieso noch herstellen. Und 4 Stoff. So, davon einen. Ich müsste auch mal langsam wieder neues Eisen holen. Ah, es sind 5. Ja, ja, ich habe es gerade zu spät gesehen. Ach, schade, schade, schade. Was habe ich denn hier alles? Schneemänner und Schneedamen. Und Schneekinder. Julbock. Moment. Möbel. Julbock, was brauche ich? Boah, Stoff. Wollt ihr mich... Boah. Echt jetzt? Ich meine, Weizen, okay, den kann man ja relativ schnell holen. Aber, also das ist schon... Das ist ja mal cool hier. Halloween-Sachen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Mit den Stoffen. Ich sollte für irgendjemanden, sollte ich einen Julbock herstellen. Ich weiß jetzt gerade, es war, glaube ich, keine Aufgabe. Es war, glaube ich, so eine tägliche, also die 3 täglichen Dinger da. Ich glaube, so eine Aufgabe war das. Ja, schade, schade, schade. Dann können wir da jetzt leider nicht mit weitermachen. Ich hatte gerade schon gedacht, na, ja. Okay, aber es ist schon ganz cool. Also, wenn man es herstellt... Achso, ich wollte mal gucken, wie teuer das ist. Wenn man das herstellen kann... Zaubertränke. 1000 Dreamlight. Habt ihr irgendwas offen? Ich meine, Onyx ist auch so eine Sache, ne? 5 Onyx ist auch schon wahnsinnig viel. Die Vitalis-Kristalle, naja gut, wenn man die farmt, okay, dann kriegt man die ja noch. 2500 für die Spitzhacke. Moment, und dann noch 12 von Onyx. Oh, ihr könnt mich wirklich mal... Ey, das geht doch... Boah. Da ist das Wachstumselixier noch... boah. Vor allen Dingen Dreamlight. Als ob ich hier genug Dreamlight... Nee, da, 3000. Als ob ich genug Dreamlight hätte, um das auszugeben. Wo glauben die eigentlich, wo ich hier bin? Ach, das ist ein Hase. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt da? Was bist du denn für ein Hase? Moment, ich nehme mal eben kurz eine Möhre mit. So, einmal. Wo ist er? Da. Zweimal. Nein, nicht wieder aufs Feld raus. Oh, das ist so ätzend, wenn die hier stehen. Man kann... Dreimal? Wie oft soll ich dich jagen? So, geh mir immer die Möhre. Dankeschön. Okay, dann... Ach, ich dachte gerade, da kommt noch ein Hase. So, dann nehmen wir da natürlich ein neues, was wir reintun. Ist doch klar. So, ach so, nee, da wollte ich nicht gucken, sondern hier. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd alles. Ich würde dann aber trotzdem sagen, dass wir die Aufgabe von Goofy machen. Die habe ich jetzt schon so lange vor mir hergeschoben. Weil die von... Warum kann ich Remi eigentlich nicht machen? Achso, da muss ich Level 10 freischalten. Ach, den muss ich nochmal leveln. Das habe ich total vergessen. Den muss ich mal das nächste Mal mitnehmen. So, Goofy. Aber das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe, die ich eigentlich mit ihm machen wollte, oder? Ich wollte doch eigentlich die Sache mit dem kaputten Ding oben machen. Wo soll denn jetzt hin?
Hallo? Goofy, ich hab deinen Hut gesehen. Bleib stehen. Beifuß. Goofy. Hey, du! Hallihallo, Gameplayerin. Du hast mich mitten in einem neuen Projekt erwischt. Ich lege gerade ein Sammelalbum für uns an. So können wir uns an all den Spaß erinnern. Und unser Gedächtnis anspornen, falls das Vergessen zurückkommt. Für ein Sammelalbum braucht es einiges an Kreativität. Ich bin sehr kreativ, ja. Ich bin super kreativ. Das überrascht mich nicht. Du kamst mir schon immer sehr kreativ vor. Sag, warum hast du nicht ein paar Fotos vom Dorf für unser Sammelalbum? Achso, machst ein paar Fotos. Es wäre toll, wenn wir ein paar Bilder mit Pflanzen hätten. Wir sehen uns. Mach die schönsten Bilder und speichere sie auf deinem Gerät. Ja, von was? Von was? Welchen Pflanzen? Hier drüben! Ja, hi! Achso, Apfelbaum, Himbeerstrauch, Bananenstaude. Kein Thema. Habe ich alles unten zusammen. So. Du, ich bräuchte deine Hilfe. Das ist toll. Könnt ihr mich einfach mal für 5 Minuten in Ruhe lassen, wenn ich eine Aufgabe habe? So, Frage ist jetzt natürlich... Müssen nur die im Baum sein? Im Baum sein, im Blick sein? Moment. Mit E. So. Ja? Hä? Achso, wenn sie voller Früchte sind. Apfelbaum, Himbeerstrauch, Bananenstaude. Ich hab die doch jetzt nicht alle drin gehabt. Ich habe das ungefähr so gehalten. Ja doch, Apfelbaum. Stimmt. Hab ich die jetzt alle zusammen gemacht? Das ist krass. Goofy ist ausnahmsweise mal nicht am Essen. Da ist er. Und da kommt er schon. Okay. Hui, diese Pflanzenfotos sind toll. Ja, eigentlich war es ja nur eins. Wie wär's, wenn du versuchst, etwas Schwieriges zu fotografieren, wie Tiere? Es ist schwieriger, sie zu fotografieren, weil sie sich dauernd bewegen. Du solltest einige Eichhörnchen auf dem Hauptplatz und Kaninchen auf der Wiese finden. Yippie! Wenn ich jetzt ein Kaninchen als Begleiter hätte, habe ich eins, warte mal. Na, ich habe noch kein Kaninchen freigeschaltet. Schade. Pass auf, dann nehmen wir dich mal eben mit. So. Nein. Ach. So. Zack. Da sollte das eigentlich mit drauf sein. Hallo? Nein, du warst noch im Bild drin. Okay, hat auf jeden Fall funktioniert. Sehr gut. Dann können wir dich wieder reinholen. Ja, du strahlst, ne? Ich will auch kein anderes haben. Keinen anderen Begleiter, meine ich. Nein, nein. Ich wollte doch nur das Bild drehen. Nicht doof. Ja, wie finde ich jetzt hier ein Kaninchen? Ich komme immer, wenn ich ernte, aber ich will jetzt nicht deswegen anfangen zu ernten. Hauptplatz und der Wiese. Stimmt, oben sind die auch. Oh, oh, oh. Habe ich's doch gewusst. Okay, wo ist Goofy? Goofy, komm her. Du bist nicht wieder am Futtern, du bist da oben, okay? Und plötzlich steht er wieder neben mir. Es ist irgendwie krass. Wieso angelst du im Baum, Goofy? Da muss ich mir echt mal ein Bild von machen. Okay, ich lasse das mal so stehen. Wir haben ein paar tolle Bilder, aber irgendwas fehlt noch. Ich hab's. Wir haben Pflanzen, aber keine Bilder von Blumen. Es wäre eine Schande, nicht all die schönen Blumen im Tal zu fotografieren. Es gibt jede Menge Löwenzahn und Bartfaden auf dem Hauptplatz. Auf der Wiese sind Gänseblümchen und großblütiger Bartfaden. Diese Bartfaden wachsen an vielen Orten. Du solltest in der Lage sein, tolle Bilder von ihnen zu machen. Rotknöpfchen, was ist das denn? Rotknöpfchen?
Moment. Rotknöpfchen. Was zur Hölle ist ein Rotknöpfchen? Und es geht ja jetzt nur um Blumen, hat er gesagt. Hä? Ist das falsch gespeichert? Eine Blume habe ich übrigens bisher noch nicht gefunden, nämlich hier oben, die blaue. Was zur Hölle ist Rotknöpfchen? Was hat er denn eben gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf dem Hauptplatz und der Wiese. Wieso soll ich eigentlich jetzt Bilder von Blumen machen? Habt ihr sonst keine anderen Probleme? Oh Gott. Achso, ich habe das nur in der Hand gehabt. Sagt das doch. So, das ist einmal Löwenzahn, ne? Ja. Weißer und rosafarbener Bartfaden. Ich habe doch keine Ahnung, wie der jetzt aussah. Moment. Weißer und rosafarbener Bartfaden. Ach so, das ist einer. Auf dem Hauptplatz. Das ist so ein rosa-weiß. Ein rosa-weiß. Ich kann die vermutlich auch nicht einpflanzen, ne? Ist es hier? Hä? Nee, das ist so gemacht. Oh, die nehmen wir auch direkt mit. Diese rosa-weißen Blumen. Ach, die sind das doch, ne? Stimmt, ich hatte gewechselt. So. So, perfekt. Das nehme ich natürlich auch mit, weil ich brauche nämlich viel von diesen Dingern. Das nehme ich auch direkt mal mit, weil es kommt nicht so oft. Grün blühender Bartfaden. Das war doch jetzt hier der Bartfaden, was ich jetzt hatte, ne? Grün blühender Bartfaden. Das sind tatsächlich diese grünen... Das nochmal so eins. Das ist von denen. Ja, natürlich ist jetzt genau jetzt nicht so ein Ding hier. Die habe ich auch sehr, sehr selten gesehen, muss ich dazu sagen. Steht aber nur drin, dass das die hier oben gibt, oder? Ja, nee. Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Hm? Moment. Hier auch nicht? Hm. Oh, wo kommst du näher? Da fällt mir ein, ich konnte übrigens immer noch nicht die Quest mit Wolli machen. Weil ich immer noch nicht gefunden habe, was er verloren hat. Nee, das ist... Nee. Boah, ich muss mal eben... So. Da ist doch einer. Ja, habe ich das weggepackt? So. Speichern. Ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, was ist das Rotknöpfchen, von dem er spricht? Juhu! Hallo! Juhu. Vielleicht ist sie ja damit gemeint. Mhm. So. Sie war damit gemeint. Nein, ich glaube eher, dass sie das hier meinen, was da unten stand. Achso, wo ist jetzt Goofy? Ja. Goofy, da unten.
Nicht weglaufen, Goofy, ich komme. Wie geht's dir heute? Wow, sieh dir die wunderschönen Fotos des Tals an. Woohoo! Du hattest recht, Gameplayerin, du bist sehr kreativ. Das sieht doch schon mal nach einem guten Anfang aus. Donnerwetter, wieso Anfang? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ui. Hallo, Kumpel. Hallo, Gameplayerin. Ich möchte meinem Freund Mickey zum Essen einladen. Würdest du mir dabei helfen, alles vorzubereiten? Ja, sicher, klingt gut. Oh, Junge, das wird das beste Abendessen. So ein bisschen so. Ich werde uns eine Bouillabaisse mit frischen Meeresfrüchten zubereiten. Ich hatte schon befürchtet, dass es irgendwas Schwieriges werden würde. Super. Lass uns zum Strand gehen und frische Jakobsmuscheln, Garnelen und Muscheln fangen. Wir sehen uns. Mhm, was heißt denn wir? Muscheln und Jakobsmuscheln habe ich schon, Garnelen habe ich allerdings nicht. By the way, gucken wir, dass wir hier nochmal eben ein bisschen Eisenerz und nochmal den Juwel hier schnappen. Also wenn es kein Juwel jetzt gewesen wäre, dann hätte ich das... Mache ein Foto. Ist das jetzt ein Witz von euch? Oder? Ah, hallo. Nein, ich habe keinen Seetang dabei. Ah, Moment. Moment. Moment, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nein, nicht weglaufen. Hä, was jetzt? Oh nein, ich habe eine Meerjungfrau in der Angel. Die guckt jetzt nicht ernsthaft, was ich jetzt hier fange, oder? Stopp, halt. Bleib stehen. Buh. Na komm. Ich habe dich heute noch nicht gefüttert, ne? Okay. Bitteschön. Übrigens, wer sich die... süß. Dann nur noch gerade die Weiße. Wer sich die Bilder von mir angucken möchte, die ich immer mal wieder so zwischendurch mache, also nur die schönsten Screenshots, der kann gerne mal auf meiner Pinterest-Seite nachgucken, weil da habe ich sie nämlich alle drauf. Jetzt kommt da hinten noch einer und ich habe wieder nichts. Moment, ich muss nochmal angeln. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich dadurch auch die Folge verzögere. Ja. Und die Idioten, die mir jetzt den Seetang nicht gönnen, die verzögern die Folge dadurch auch. Komm, einmal Seetang, bitte. Ganz schnell. Oh, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Nicht mehr, Jungfrau, Seetang. Komm schon. Ja, danke schön. Da wir jetzt auch hier durch dürfen. Das ist sogar noch rosa. Ist das die, die ich hier eben gesehen hatte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo. Ah, du bist sowas von niedlich. Da müssen wir direkt mal ein Foto machen. Ah, du bist sowas von niedlich. Ja. Ah, es tut mir leid, aber ich bin total verliebt in diese ganzen Viecher hier. Gut, das nehmen wir noch schnell mit. Weil, wie gesagt, ne? Kristalle. So, Garnele. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir jetzt Garnelen her? Haben wir die tatsächlich... Ich habe, glaube ich, mal eine gefangen. Am schillernden Strand einfach nur. Okay. Ja, versuchen wir es einfach mal. Es kann sich dann um Ewigkeiten nur handeln. Wehe, ich habe hier wieder mehr Jungfrauenschwanz dran. Du bist keine Garnele. Brauchst doch gar nicht so zu jubeln, Goofy. Das ist keine Garnele. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir die da kriegen, wo es halt wirklich die Blubberbläschen gibt. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, die gerade so ein bisschen zerschlagen wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich eventuell... recht schnell diese Garnele kriege. Moment. Brauchen wir frische Garnelen oder können wir die eventuell auch von Vajana nehmen?
Die natürlich keine Garnele dabei hat. Schade. Okay, ein bisschen Platz habe ich noch. Mutter Gutel, angel mir nicht meine Garnele weg, sonst werde ich böse. Nein, das ist zu weit weg. Bitte, bitte, hilf mir doch kurz. Kurz kann ich leider nicht. Wir brauchen etwas länger, um diese scheiß Garnelen zu kriegen. Ach, ich weiß auch nicht. Muss ich da das Öl vielleicht drauf machen? Das glaube ich eher nicht, oder? Also, dass das jetzt... Wally ist auch am Angeln. Wie geil sieht das denn aus, bitte? Das sah doch süß aus. Mariana ist hier mittendrin ihre Übungen am Machen. Ich finde das immer so genial, wenn man sich hier mal umguckt. Ah, hier hinten kann man... Doch, da hinten kann man angeln. Dann nehmen wir die auch nochmal mit hier. Annäher? Annäher, na was? Bö? Also, das ist jetzt der letzte Versuch während der Aufnahme. Ansonsten habe ich absolut keine Ahnung. Ich kann die auch leider nirgendwo... Ja, es war so klar. Ich kann die auch leider nirgendwo kaufen. Übrigens, ein kleiner Tipp, den ich bisher noch nicht kannte. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden. Vielen Dank dafür. Ich bin ja immer so schön hier drauf gegangen, habe geklickt, essen, klicken, essen, klicken, essen. Braucht ihr gar nicht. Wenn ihr im Inventar seid, einfach rechtsklicken und die futtert das ganze Zeug wie eine Blöde. So, das spart euch viel Zeit, viel Nerven und ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Hallo, dich habe ich heute schon gefüttert, oder? Ja, du bist sehr zutraulich. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal noch so ein paar Runden hier weiter angel, in der Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal die zwei Garnelen bekomme, die ich eigentlich brauche. Und wenn dem dann so ist, dann würde ich euch gleich hinzuschalten. Bis gleich! Nein! Ist das euer Ernst? Jetzt sagt mir bitte... Oh, muss da eben einen Screenshot von machen. Ich kann die... Oh, ist das geil. Ich kann endlich Wally E weitermachen. Also Wally. Ist das geil. Ich weiß gerade gar nicht mal, was ich gemacht habe. Ich habe eine Erinnerung aufgehoben. Das auf jeden Fall. Ich hatte, glaube, ach so, genau, doch, ich hatte die Dornen weggemacht. Und da kam dann diese Erinnerung bei raus. Hallo. Ja, hi, ich muss noch das letzte Mal versuchen, hier Garnelen zu fangen. Also irgendwie habe ich absolut kein Glück jetzt gerade mit den Garnelen, muss ich dazu sagen. Ich mache jetzt noch den letzten Versuch, ob ich irgendetwas fangen kann. Also fangen kann ich, aber immer nur diese blöden Schwertfische hier. Und... Ich weiß nicht, wie lange die Angel jetzt noch so leuchtet. Ich dachte eigentlich, das gilt nur 5 Mal. Also mit dieser Verbesserung klappt es auch nicht. Da kriege ich immer nur die Schwertfische. Ohne Verbesserung hat es auch überhaupt nicht funktioniert. So einen Ort wie diesen hier vergraben. Bitte was? Das hört sich ja an wie in irgendeiner... hier auf dem Jahrmarkt. So eine Gruselshow oder sowas. Der hat aber auch die perfekte Stimme für. Was ist mit dir? Hatte ich dich schon gefüttert? Ja, dich hatte ich heute schon gefüttert. Okay, dann ist gut. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich kriege keine Garnelen. Ich habe jetzt so eine ganz blöde Befürchtung, ob die eventuell nur an speziellen Zeiten am Tag da sind. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie mittags oder nachmittags sein, weil das das Einzige ist, wo ich ansonsten noch da war. Gut, ich war jetzt auch mal ganz spät da, aber da habe ich, glaube ich, keine Fische gefangen, solange ich mich daran erinnern kann. Ich mache sowas wirklich nur ungerne, aber wir müssen die Aufgabe dann erstmal hier pausieren. Es ist halt blöd, man hat alles gefunden. Ich meine, gut, das mit den Muscheln ist jetzt auch nicht so schwer. Und man kriegt diese blöden Garnelen nicht. Die Garnelen kann ich kann es gerne noch mal kurz zeigen. Ich bin auf dem Falschen drauf, da kann ich es natürlich nicht zeigen. Die Garnelen kann ich, wie unten steht, nur am schillernden Strand finden. Das ist das, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann sie hier nicht kaufen und nichts, ich kann sie nur hier finden. Ich habe... Moment. Ich habe doch eine...
Aber nur eine, glaube ich. Zwei habe ich, glaube ich, nicht. Durch Vajana bekommen. Da muss ich jetzt mal eben nachgucken. Da muss ich jetzt wirklich mal kurz nachgucken. Bevor ich jetzt hier sonst was erzähle. Ich habe zwei. Ja, leck mich ehrlich. Super. Dann wird die Folge etwas länger, weil ich jetzt hier gerade die Sachen mal kurz ein bisschen rauslegen muss. Aber, nee, Moment. Garnele. Zwei Stück. Die muss ich aber fangen. Ihr wollt mich veräppeln, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das ist wirklich nicht euer... Ach so. Das ist wirklich nicht euer Ernst. Dass ich jetzt extra die Scheißdinger mit ihm fangen muss. Ach so, nee, das... Ja. Brauche ich noch. Muss ich drin lassen. Das tun wir mal alles nebeneinander. Das. Muss ich nicht noch eine andere Muschel? Ach so, das war für eine andere Quest. Baumwolle brauche ich keine mehr. Oder? Nee, das ist für sie. Daraus haben wir den Stoff gemacht. Das heißt doch, die Baumwolle müsste ich dann auch noch drin lassen. Das nervt mich jetzt gerade. Das nervt mich tierisch. Ich habe zwei bekommen. Ich meine beide durch Vajana und ich kann sie jetzt nicht benutzen, weil ich sie jetzt nicht selbst gefangen habe. Das nervt mich gerade tierisch. Einzige Sache. Aber ich glaube nicht, dass man da angeln kann, muss ich dazu sagen. Aber nee, das ist auch schillernder Strand. Dann bin ich ja nicht mal am schillernden Strand, wenn ich mit dem Boot wegfahre. Nee, also es tut mir leid. Ich mache hier erstmal einen Cut. Ich gucke, dass ich gleich noch zwei, dreimal angel. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich noch Garnelen angeln kann. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bin gerade etwas verärgert, wie ihr vielleicht mitbekommt. Weil ich es gerne alles schön so abgeschlossen hätte. Na gut, es funktioniert halt leider nicht immer. Aber dafür können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Wally weitermachen, weil, wie ihr eben gesehen habt, ich die Erinnerung gefunden habe. In diesem Fall jetzt auch glücklicherweise, während das Ganze noch aufgenommen wurde. Ja, es tut mir wirklich leid, aber wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.